Auf Einladung von FDP-Landtagsmitglied Christian Dürr machte sich die Bremer FDP-Abgeordnete Lenke Steiner gemeinsam mit weiteren FDP-Mitgliedern ein Bild vom neuen gestalteten Camping- und Ferienpark Falkensteinsee. Mit dem Golfkart ging es los. Die Politiker warfen einen Blick in die Pots, Campingfässer oder auch in das Stelzenhaus. Auch die sanierten Sanitäranlagen wurden besichtigt. Rick Geiger und Ehefrau Rike Meiners erläuterten den Gästen auch die Freizeitmöglichkeiten auf der Anlage. Die Camper können dort schwimmen, angeln, auf den Spielplatz, einkaufen und vieles mehr. Alle Politiker waren begeistert von der neu gestalteten Anlage.